hinten jetzt gerade Wadenheben stehen besetzt war. Und leider kein Wadenheben im Sitzen da ist, womit ich normalerweise beginne. Gehe ich einfach an die Multipresse, an die Beinpresse, an die 45 Grad Beinpresse. Und mache hier meine Waden. So, dass ich die Maschine auch wieder nicht kenne, fange ich erst mal klein an. Die Waden zu trainieren. Also ganz ohne Wadentraining geht es auch nicht. Ja, genauso wie die Oberschenkel. Also nur im Oberkörper, mit dem dicken Oberkörper rumzulaufen, das ist eher dann nicht so das, was die Sportart ausmacht. Gerade die kleinen Muskeln gehören da enorm dazu, weil sie natürlich ein Bild, das Bild von demjenigen, der trainiert, unwahrscheinlich verschönern können. Ja? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Gewicht. Etwas kleiner, weil natürlich ein bisschen Energie fehlt. Die Kohlenhydrate sind schon leicht runtergesetzt. Das heißt, es ist weniger Bindung, Wasserbindung in der Muskelzelle. Und so fehlt das Volumen ein bisschen. Das Volumen ist nur beim Training schön. Wenn man so draußen ist, dann fühlt man sich dann eher mal etwas leer und etwas ausgelaugt. Und die Stunden, die anderthalb Stunden beim Training, wenn der Muskel mal wieder voll ist und mal wieder zu sehen ist, das macht Spaß. Früher habe ich Waden trainiert, eher im sehr hohen Wiederholungsbereich, so zwischen 20 und 30. Heute kombiniere ich und seitdem ich kombiniere Übungen mit weniger Wiederholung beim Wadentraining, haben meine Waden nochmal einen enormen Step gemacht. Ich habe früher, wie gesagt, nur einen hohen Wiederholungsbereich trainiert
Da waren die zwar da, aber sie waren noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und auch wieder ein sehr guter Bekannter. Der sagt dann, man probierst doch mal mit 6 bis 10 Wiederholungen. Da habe ich mir gedacht, naja, die Faserverteilung in der Wade ist ja etwas anders als in anderen Muskeln. Da habe ich nicht ganz so für sinnvoll gehalten, bin daher auf zwischen 10 und 15 gekommen. Und als ich zum HIIT gekommen bin, um mich von Ihnen vorbereiten zu lassen, coachen zu lassen, war der gleichen Meinung, wirklich 2 verschiedene Wiederholungsbereiche zu nehmen, gerade wenn meine Waden sehr gut darauf ansprechen. Und so habe ich auch dann beim Training gut auch mal 10 oder 12 Wiederholungen nur beim Waden. Bei mir funktioniert das hervorragend. Ich kann das vielleicht mal nur so weitergeben, weil wirklich viele Probleme haben, richtige massive Waden oder überhaupt Waden aufzubauen. Da ist es etwas, wo man sich wirklich wieder finden muss. Das ist bei allen anderen Muskeln auch so im Körper. Aber es gibt ja so Muskeln wie Waden, wo wirklich viele enorme Schwierigkeiten haben, die wirklich aufzubauen. Vielleicht als kleiner Tipp, mal versuchen, verschiedene Wiederholungszahlen auszuprobieren und die optimale Wiederholungszusammenstellung zu finden. Häufig sehe, vielleicht gehe ich da noch mal ganz kurz drauf ein. Was ich sehr häufig sehe, ist, dass beim Wadentraining, sagen wir mal, das ist die Kante von der Übung, wie hier jetzt bei mir, beim wird der Fuß ja so aufgesetzt, dass die Zehen vorne aufliegen und dann wird nach oben kontrahiert. So, da sehe ich häufig den Fehler, dass die Leute nach unten abkippen. Die Wade arbeitet aber hier unten bis da gar nicht. Noch dazu ist es meistens, dass eher nur der Schuh gebeugt wird, die Zehenspitzen vorne hochgehen. Meistens in der Frage stehen, warum das gemacht wird, ja, um die richtig zu dehnen. Das ist aber bei der Wade nicht nötig, die über den Punkt theoretisch hinaus zu dehnen, also diesen zu machen. Das ist bei der Wade nicht nötig. Wesentlich wichtiger ist es, eine volle Kontraktion in der Wade zu erzeugen. Das heißt, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Ich sehe häufig immer die Übung, dass dann nur so gewippt wird um den Auflagepunkt, wobei der Schuh eher dann nur hin und her wippt und die Waden sich kaum bewegen. Da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die Waden dann nicht wachsen. Wadentraining greift drauf und kontrahiert nach oben, auch wenn es richtig wehtut. Und das tut es. Der Schuh vorne ist geknickt und die Wade ist voll kontrahiert. Einen muss ich noch, können wir noch mal gucken. Es brennt. Im Moment bin ich hier dran. Ja. So. Alles gut, sehr ruhig. Ja. Jetzt gehört bist du Chef? Jetzt gehört er. Ja. Ja, jetzt bist du drauf. Wollen wir mal gucken, wie man Wadentraining. Genau, jetzt sieht man es nochmal, die Füße sind komplett gerade, genauso gerade wie die Ablage, wo sie drauf sind. In der Kontraktion, das
wirklich, dass ich die Zehenspitzen, ganz auf die Zehenspitzen gehe. Seht, macht nicht diesen hier. Genau das ist, was ich angesprochen habe. Sondern es bleibt hier. Oder in der Beinpresse. Der Fuß bleibt gerade stehen und wird nach oben voll durchkontrahiert. Das heißt, nicht dieses, das was ich sehr häufig sehe, ist der Fehler, der diesen, dass die Übung so ausgeführt wird. Ja? Da kippt quasi der Schuh um den Fixpunkt herum. Das ist falsch. Der bleibt darauf stehen und da geht es nach oben. Und so weit oben nach oben wie möglich. Das erzeugt einen Reiz in der Wade, der wächst. Noch ein kleiner Tipp ist, zeige ich euch gleich, Schuhe aus. Hoffentlich habe ich saubere Socken an. Naja, geht so. Da sind sie. So muss das aussehen. So ist das fein. War es auch noch sehr schön beim Brustring und nach dem Brustring war der Pump enorm in der Brust. Und jetzt nach 4 Sätzen, 5 Sätzen Baden geht er schon wieder sehr schön langsam raus. Das ist natürlich ein Ortswesen wesentlich schöner als in der Wettkampfvorbereitung, weil einfach die zugeführten Nährstoffe nicht mehr ausreichen, wirklich jetzt um dauerhaft auch den Pump zu erhalten. Deswegen ist es immer ganz schön beim Training zu kaufen, fühlt man sich immer erstmal nicht so gut. Aber es ist eben so, dass das Ziel entscheidend ist für das, was ich tue. Und dann muss es mir auch zwischendurch mal egal sein, ob ich mich mal wohlfühle oder nicht so wohlfühle. Das Endergebnis soll zählen. Thank you.
Ronnie Coleman. Das sind die Größen unseres Sports, ne? Arnie, Dorian, Lee Priest, ja? Hammer. Gibt's heute kaum noch solche Studios. Sehr, sehr selten. Sehr selten. Durch. Jetzt gibt es noch ein Purple Post-Workout Nutrition, bestehend aus Amylolektin, schnell verwertbare, sehr gute Kohlenhydratquelle, Whey-Isolat und Glutamin. Ihr seht, alles keine Geheimnisse, alles keine Zauberei. Ich mache nichts anderes als alle anderen auch. Vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen härter, aber das ist ja jedem seine Entscheidung.